Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Channel zu einer neuen Folge von Far Cry New Dawn. Wir haben jetzt gerade hier einen Außenposten, den holen wir jetzt gleich noch das zweite Mal und dann haben wir genug für die neuen, noch besseren Waffen. Aber erstmal hier die Quest fürs Prepper-Versteck abholen. Das ist auch ganz praktisch. So, treiben lassen, gut. Ja, dann haben wir den, ne? Also wir haben jetzt nämlich 635 Ethanol. Dann haben wir es gleich auf jeden Fall. Dann plündern wir den mal. Bleibt bei meiner aktuellen Position und geplündert. Da bin ich echt gespannt, was die besten Waffen, die Elite-Waffen kosten. Vor allem, dann kann man mal die ganzen Mats auch raushauen, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben. Okay. Die haben sich die Raffinerie zurückgeholt und destillieren da Ethanol, also sollte genug da sein. Achte auf Alarmsysteme. Die rufen Vollstrecker. Gut, einen sehe ich, einen Alarm. Komme ich nicht dran. Muss ich ein bisschen höher kommen. Siehst du, hast du den zweiten Alarm schon ausgemacht? Nein. Ja, auch keinen zweiten. Es gibt auch noch einen zweiten. Warte mal, den zweiten sehe ich. Einen habe ich ausgeschaltet. Mhm. Wo ist der zweite? Ach ja, der ist da oben drauf. Ich glaube, ich weiß, wo er ist. Ja, doch, oben drauf. Aber ich sehe nicht die Alarmbox dazu. Immer auf den Hügel oder sowas, da gibt es keinen Hügel. Nee, die ist oben neben den drei Silotanks. Warte, oder? Geh doch nicht mit mir lang. Geh doch mal andersrum. Sie sehen dich. Nein, da sieht mich keiner. Also mich hätte gerade fast einer gesehen, das war ganz, da ganz eng. Da ist ein Enterhaken. Ja, aber wo ist der, Ja, unten. Ah, der ist immer am Fuß, der. Nee, ich sehe ihn. Ich sehe ihn. Der ist in dem zweiten Stockwerk. Da müssen wir. Wir schmeißen Dynamit rein. Das klappt nicht. Sicher? Sicher, es nicht funktioniert. Wurdest du gesehen? Nein. Sicher? Ich gehe da rein. Habe ihn ausgeschaltet. Aber auf die Ich stürme rein Variante, ne? Ja. Aber der ging echt schwer anders. Boah! Wo ist er? Da ist der Dude. Das Silveset. Ah, warte, ich hol den. Oh. Hab ihn. Ja, ich hab gerade erstmal voll was abbekommen. Der liegt. Da kommt. Oh, da ist noch ein Sniper. Da war noch ein Sniper. Sauber. Geilo. Jo, jetzt haben wir die schon mal auf Stufe 2. Und wieder mit keinem Alarm befreit. Oder mit dem Bonus, dass wir keinen Alarm ausgelöst haben. So gefällt uns das doch sehr gut. So. Ne, plündern tun wir den jetzt nicht. Und noch einen. Es gibt eine Reihe trügerischer Höhlen in der Nähe. Man erzählt sich, dass da so ein Prepper zu finden sind, aber die meisten Leute, die da reingehen. Wollen wir mal gucken, ob wir genug Ethanol haben oder ob wir. Wir haben genug Ethanol. 900 haben wir. Ja, eben. Ja, ich reise doch schon nach Prosperity. Wir haben genug Ethanol. Das ist ja das Geile jetzt. Jetzt haben wir genug Ethanol, um uns die ganz dicken Waffen zu holen. So, Weapons. Lass den überhaupt upgraden. Hey, Mister.
Nee, können wir nicht verbessern. Nee, Stufe 3 brauchen wir. Dann mach mal die anderen Sachen. Mach mal die Sprengstoff-Dinge und Kartografie. Mal gucken, was die bringt. Sprengstofflabor. Kostet ja auch nur 100. Ja, und die verbessert Medikit vielleicht. Was brauchen wir denn, um Prosperity komplett zu verbessern? Auf 3. Noch Heilkräuter. Machen wir den hier oben. Noch 2 Spezialisten und nach 6 Ausstattungsverbesserung. Also machen wir hier oben. Ah, du kannst Ethanol einsetzen, um Infokarten zu kaufen. Mhm. Ich mache erstmal die Heilkräuter. Und dann kann ich vielleicht mein Ethanol dafür ausgeben. Jetzt haben wir auf jeden Fall schon mal bessere Medikits. Ah, es kostet ja auch noch 75, es geht ja. Kartografie, Stufe 1. Sauber. Ich hoffe, ob wir Autos auf 2 machen können. Ah, ich kann das nicht machen. Das musst du ausgeben, das ist nervig. Ja, ist halt so. So, aber ich muss ja jetzt hier auch erst nochmal mehr Gesundheit. Ist auch praktisch. Dafür gebe ich es jetzt erstmal aus. Krankenstation Stufe 2. 200% Gesundheit insgesamt. Wenn du einen Schuppen maximal vergrößern würdest, weißt du, dann sähe das so aus. Okay, da wir das aber jetzt noch lange nicht machen können, dann hole ich mir jetzt doch noch die eine Waffe. 185. Suche ich mir doch noch die verbesserte AK-MS. So, und hab die vernünftigen Materialien alle. So, hab keine Beute mehr zum Eintauschen. So, Krankenstation ist, was kostet eine Werkstatt? Ausbauen. Das kostet wahrscheinlich auch 300. Nee, habe ich nicht mehr genug. Ich mache hier mal das Trainingslager auch auf 1. Bringt das? Dann kommen die Begleiter in der höheren Stufe. So. Gut. Jetzt haben wir es hier alles mal ein bisschen. Haben wir uns mal ein bisschen verbessert. Gut. Prepper-Versteck oder wollen wir. Was haben wir denn als Logbuch, als Mainquest? Oder wollen wir nach Eden's Gate fliegen? Ja, wir können auch nach Eden's Gate. Mal gucken, was da war. Fliegen wir nach Eden's Gate. Ja. Dann nehmen wir uns nochmal ein Heli. Mhm. Bin ich mal gespannt. Auf nach Eden's Gate. So. Und spawn du mal den Heli. So. Ich check mal eben meine Helferauswahl. Sind jetzt. Ah, aber diesmal geht's nicht, dass die jetzt verfügbar sind. Die sind halt gerade nicht verfügbar, wenn die Dingsen sind. Sag doch schnell. Wenn du jetzt zu zweit spielst. Okay. So, was machen wir denn jetzt nochmal? Reparieren. Mehr Nahkampfwaffen brauche ich nicht. Mehr Granaten und so finde ich ganz angenehm. So. Käufe. Kannst ja echt. Ja, aber jetzt kannst du echt viel kaufen von den Verbesserungen. Mehr Erste-Hilfe-Sets und so. Ist ja eigentlich gar nicht so übel. Hä, warum fliegst du nicht zum Prepper-Versteck? Ich dachte schon.
dass wir jetzt hier Richtung Prepper-Versteck fliegen. So. Dann geht es jetzt mal gegen Eden's Gate. Oder nach Eden's Gate. Da bin ich echt mal gespannt, was dabei rauskommt. Da bin ich mal richtig gespannt. Aber schade, ich hätte echt gehofft, dass wir die da komplett hochbauen können. Nee, das geht immer etappenweise. War mir schon irgendwie klar. Ja, irgendwie schon, aber du weißt ja, Wunschdenken und so. Ja. Aber naja, man muss ja auch sagen, wir haben ja inzwischen schon echt gute Waffen. Was ist? So hoch. Ich mag dieses Geräusch nicht. Warum wohl? Aber schon komplette Stufe 3 Waffen. That's what I like. Zum Anwesen von New Eden. Oh Mann. Wirklich zu Joseph's Seat. Hey, die ist so geil. Hier einfach, wie er da die Batterien über so Klemmen angeklemmt ist. Und so komplett offen. Es muss ganz schön kalt sein, so ein Montana, um die Jahreszeit hier. So. Jetzt haben wir Inventar. Wir haben so Herstellungsmaterialien, Verbrauchsartikel. Stellen wir mal alles her, was wir brauchen. Damit wir mal alles voll machen. Laborstufe 3. Gerade mal alles voll. Spezialmunition zum Tauschen. Missionsobjekte. Bin mal gespannt. Haut eines mutierten Pumas. Stierforelle, Löffelstär, Königs, Schwarzbarsch. Eine Haihaut, ist auch eine Stufe 2 Tigerfischhaut. Bison, Elch, Schwarzbären, Grizzly. Also die Könige sind alle nur diese Mutierten. Mhm. Die Königstiere. Also alles nur Mutierte. Bin ich dann mal gespannt. Was hier gleich noch kommt. Hier ist das nicht das alte, Cheeseburger-Haus-Ding da? Nee, das ist diese Ranch, oder? Kürbisfarm? Nee, das... Nein, das kommt hin, dass es hier Cheeseburgers-Ding war. Cheeseburger war in einer anderen Region. Stimmt. Horatio, Nebenmission, ja. Horatio. Das ist dieses Schwein. Hier hinten ist noch so ein Versteck und da ist Eden's Gate. Das da scheint noch so eine Insel zu sein. Ich glaube, das ist die alte Farm, oder? Die alte Anwesen von Joseph, wo die Atombombe hochgegangen ist. Ich weiß es nicht. Dann dürfte davon eigentlich nicht mehr viel da sein, oder? Ja, eben. Deshalb ist da, glaube ich, auch nicht mehr viel. Ah,
Insel da? Ich habe keine Ahnung. Ich habe auch keine Ahnung. Hä? Wo? Das da ist die Tutorial-Insel. Ja. Das hier ist die Insel mit dem alten Edensgate-Schloss. Da sieht man auch noch, da wie das da untergegangen ist. New Eden war mal eine Sekte, die von Joseph Seed angeführt wurde. Ja, wir wissen es. Mit einer Droge namens Bliss vergiftet. Wenn du dich ihrem Territorium näherst, musst du vorsichtig sein. Es wird merkwürdig und gefährlich. Ach, warum? Hier wird überhaupt nichts merkwürdig. Wir sind alte Freunde. Das ist auf jeden Fall derjenige, der die ganze Welt vernichtet hat. Wow. Ja. Details. Details. Okay. Details. Ah, ist aber eine ganz schöne Überfahrt bis da hinten hin. Da hat man echt einiges zu fahren. Ganz so einfach. Irgendwie die Hälfte vom Weg. Ja, das wäre aber irgendwie zu einfach gewesen, ne? So. Dann parkt er mal vor dem Anwesen. Ja. Da vorne. Dann gucken wir mal nach diesen 5 Minuten wunderschönen Rundflug, was wir denn so machen können da in Edensgate. Da bin ich schon mal gespannt. Da bin ich schon mal ganz gespannt. So. Du hast den Heli 3 Meter in der Luft abgestellt, ey. Einfach mal ganz lieb klopfen. Oh Mann, die sind doch hier schon. Wo alles endet und alles begann. Die sind doch schon wieder komplett drauf. Ja, schon wieder. Die sind doch echt schon alle wieder komplett drauf. Jetzt ernsthaft? Hm? Jetzt müssen wir hier noch wieder einen Kilometer laufen, das ist doch wohl ein schlechter Scherz. Also so ein leicht schlechter Scherz ist Alter, das schon. Wie weit ist das denn noch? Ein Kilometer. Deswegen meine ich doch, also mit der Quest wollten die ja auch nur hart ärgern, aber da vorne ist ein Autobus. Ich würde sagen, den nehmen wir, oder? Ja, warte ich. Ja, Moment. Warte mal. Da ist irgendwas. Ja, befrei doch den Dude. Geh weg. Hey, heute nicht, du hast mir den Arsch gerettet. Geh weg. Ja. Gesagt, geh weg. Ja, ich hab den noch gerettet, so haben wir jetzt noch den diesen Punkt. Da, ja, guck mal, da ist die alte Kirche von Edensgate. Siehst du's? Das alte Anwesen. Oh, hier ist noch ein Safe. Den nehmen wir noch glatt mit. Ist in so einem Safer nicht irgendwann noch was anderes außer Titan? Nö.
Können wir natürlich rüber. Schwimmen. Schwimmen. Hat eigentlich irgendwer geguckt, ob der Heli noch da war? Das ist eine gute Idee gewesen, ne? Da ist eine Kiste runtergegangen. Wo? Hallo, Sir. Von mir? Nice. Die nehmen wir doch da. Schwimmen wir einfach mal rüber. Dann schwimmen wir da einfach mal rüber, machen die Mission. So, wunderschön. 36 Ethanol. Das ist ja echt ein Witz. Das war, glaube ich, dein Haustier. Ups. Oh, hier kann man mit dem Alarm, da kriegt man noch ein neues Ding. Aber das ist immer die gleiche, habe ich das Gefühl. Ja. Die kontrollieren praktisch das ganze Wasser. Das ist echt unglaublich. Kümmere dich bitte um die Sache. Das sieht echt immer ziemlich gleich aus, die Insel Außenposten. Aber die anderen ist die, wo wir vorhin drüber geflogen sind. Ja, aber ich meine, wenn die Quest gerade angeboten wird, dann sollte man die auch nehmen, oder? Meinst du nicht? Ja, klar. So. Dann jetten wir mal schön rüber. Was sind das da für Nebel um die Insel rum? Kannst du es dir nicht denken? Und Bliss. Und gleich sind wir wieder voll drauf. Und ich sag's dir. Mein Name ist Joseph C. Yo. Yo. Untersuche. Vor vielen Jahren hörte ich Gottes Stimme. Er offenbarte mir den schwierigen Pfad, der vor mir lag. So, fangen wir hier an. Untersuchen das mal. Pfad und fand ein Ende. Und ein Anfang. Skate-Symbol. Wurden im gerechten Feuer Gottes ausgelöscht. Ach. Nur jene, die auf die Zeichen achteten, wurden verschont. Was müssen wir denn hier machen? Wir müssen, glaube ich, die... erhob sich aus der Asche. Warte mal, ich muss mich hier hinstellen. Dann muss ich mich hier im richtigen Winkel hinstellen. Ach, verdammt. Den Pfad zu folgen. Ich glaube, da hinten drauf. Alles Nutzlose verbrennen. Genau, und jetzt kann ich dieses Ding dazwischen halten.
Finde die richtige Position und richte das Amulett aus, ja. Ach, du hast eine Anweisung. Ja. So, vielleicht noch ducken? Nee. Läutere unser Symbol, wie die Welt geläutert wurde. Ja. Ich hab's doch ausgerichtet. So ist doch das Edelsgeld-Symbol dann. Achso, kannst du mal hier den Schmuder abschießen? Den was? Da ist so ein Schmuh. Ach, warte mal. Hm, ich weiß es. Molotow-Cocktail. Hier liegen überall Molotow-Cocktails rum. Ich hab was für dich. So, ja, und jetzt? Wie genau soll man das denn ausrichten, bitteschön? Kann er mir das mal erklären? Keine Ahnung, was du machen musst. Ja, ich, unser Symbol, wie die Welt geläutert wurde. Ja, ich halte hier dieses tolle Eden's Gate-Symbol hin. Was ich irgendwie machen will, musst aber. Du alles Nutzlose verbrennen. Muss ich das hier, mich hier draufstellen? Ich habe keine Ahnung. Also irgendwie will der nicht. So. So, ich stehe jetzt hier so vor, dass das echt. Jetzt ist irgendwas passiert. Nee, ich muss jetzt. Ich habe hier so. Jetzt ist was passiert. Ja, ich hab's dreimal da so hingehalten. Wird jede Sünde verbrennen, die wieder Wurzeln schlagen will. Frag mich nicht. Ich hab 17 Mal so da hingehalten, aber naja. Gute Frage, nächste Frage. Den ganz rechten in 175 Metern. Der ist näher dran. Und bin ich mal gespannt, was Joseph sieht hier. Mit uns noch weiter abzieht gleich. Untersuche die Strahlen. Nimm. Die Menschen haben gegen uns gekämpft. Sie wollten unsere Familien zerstören. Sie schlugen. Muss ich dann. Oh, Hachi. Danke. Doch wir hielten stand. Wir müssen uns jetzt hier, oder ich mich hier so irgendwie hinstellen. Dass ich mit dem Amulett, was ich hier habe, also mit dem Stück. Du musst alles zerstören. Ja, jetzt muss ich es lange nicht so genau machen. Nur wir sind stark genug, um in der neuen Welt das dieses Gate-Symbol da wieder hinzubauen. So, und nochmal rüber. Dann enthüllst du die Wahrheit. Und dann, das ist Nummer 3. Oh, in den New Eden willkommen geheißen. Das ist natürlich auch schön. So, nämlich das letzte Stück. Bringt Veränderung. Wo sind denn die Teile? Im Suchgebiet. So, jetzt müssen wir hier wieder dies. Ah, hier. Ja, du musst dich dann immer hier irgendwo hinstellen. Ah, okay. Jetzt muss ich die richtige Position für das Ding finden. Das ist, fast, aber irgendwas fehlt da noch dran.
Also da fehlt noch einiges. Ich muss noch mal gucken. Also die Position hier stimmt. In dem Ding darfst du nicht mehr ziehen und brauchst du nicht mehr ziehen. Du musst jetzt hier nur irgendwie weiter zurück. Sieh, wie sich Vergangenheit und Gegenwart in den Kreislauf der Zeit ein. Ja, da fehlen jetzt noch ein paar Zacken. Ja, genau hier, da sind sie doch. Hier muss ich mich jetzt hinhocken und das Ding. Ich glaube, ich muss mich nie hinhocken, sondern einfach immer laufen. So, hab's. Unser altes Leben führte zum Untergang. Es geht nur voran, wenn wir ohne Sünde leben. Untersuchen wir mal das Kreuz da hinten. Nö. Wo bist du hin? Die Welt von der ich bin Sünde da. Befreit. Und doch gibt es sie noch. Die Sünde liegt uns im Blut, im Fleisch, in der Seele. Vor dem Kollaps folge dem Pfad hier. Und ich sammelte meine Familie, um uns vorzubereiten. Und das hat ein bisschen was von Pfad hier. Jo. Jo. Einem, das nicht einfach umbringen konnte. Und jetzt geht's hier in den Bunker. Das ist der letzte, was wir am Ende von Far Cry 5 gemacht haben. Ja. Weg und dann zum Bunker. Pflicht gegenüber Gott erfüllt. Ist das auch der Bunker? Ich weiß es nicht. Eines hatte er mir noch zu sagen. Nimm. Er sagte mir, du wärest dessen würdig. Das Wort. Ich habe überlebt und sie haben keine Macht mehr über mich. Und nun sonne ich mich in Frieden von Gottes bedingungsloser Liebe, im Schutz der frommen Gemeinschaft von euch, meiner Familie. Und jetzt weiß ich, was es heißt, wahrhaftig und vollkommen akzeptiert zu werden von euch, meiner Familie. Ja, Joseph Seed. So, bist du schon draußen? Alter, jetzt schiebe ich hier komplett einen Film. Ja. Geht auch alles gerade sehr, sehr langsam. Ja. Die Boah. Prophezeiung. Verlasse den Bunker. Die Prophezeiung. Abgeschlossen. So, das war eine... interessante Begegnung. Ja. Was machen wir jetzt? Weiß ich noch nicht. Das war eine etwas verstörende Quest. Gut. Aber es gibt wieder eine Quest in Ruin. Ja, ja, dann gehen wir da gleich mal hin. So, aber für jetzt, für diese Folge machen wir Feierabend. Wir machen nächstes Mal in Ruin weiter, damit ihr nicht hier irgendwie 10 Minuten wieder uns beim Langlaufen zugucken müsst. Und vielen Dank fürs Einschalten. Ich hoffe, ihr habt einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao.